Super schönen guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder bei Yu-Gi-Oh! World Championship 2011 Over the Nexus. Ja, in dem letzten Part haben wir erfahren, dass hier in der Stadt ein paar Gangs ihr Unwesen treiben. Und zwar die Redley Gang und die Morcom Gang oder Familie oder was auch immer. Und die kaufen praktisch Leute ein und deswegen sind die überall in der Stadt Fremde. Und die fordern uns die ganze Zeit zum Duell, weil sie denken, dass wir in der anderen Familie sind und die wollen uns bei sich aufnehmen immer. Und meine Güte, und Nico ist verschwunden, deswegen suchen wir sie im Geheimversteck. Und Klaus Schnürsenkel sind offen, deswegen muss Vessi ihm zubitten. Und Nico ist da, zum Glück. Ganz alleine steht sie da rum. Super, ich war gerade spazieren, da schrie mich plötzlich ein völlig unbekannter Mensch an. Ich bekam Angst, darum hatte ich mich die ganze Zeit hier versteckt. Warum schrie der dich denn an? War dein Kleid so hässlich oder warum? Jetzt, wo du da bist, habe ich keine Angst mehr. Ja, ich weiß. Nico, gehst du bitte... Okay, ist sie gerade in meine Hosentasche gesprungen oder... Nico, gehst du bitte aus meiner Hosentasche raus? Nein! Okay, gut, dann... Nein! Nico, hier... Ich hab... Na gut, okay, ist ja gut. Nico ist also in meiner Hosentasche und will nicht rauskommen. Gut, okay, dann bringen wir sie einfach zu Klaus und dann muss sie ihm auch Schnürsenkel zubitten. Klaus hat nämlich sehr, 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 sehr viele Schnürsenkel. Ah, hallo. Ach du Scheiße, was hast du denn für eine Frisur? Ah, du siehst mir nach einem ziemlich schwachen kleinen Kind aus. Willst du ein bisschen Spaß haben? Mach dich bereit zur Niederlage. Alter Scotch, ich würde sagen, du nimmst erstmal den Wischmopp von deinem Kopf runter und sagst mir das ins Gesicht mit deiner Glatze, die du eigentlich hast. Fauliger Aufbereiter. Ich sage, er hat ein Schrottdeck, oder? Ja, doch, ein Schrott. Doch, Schrott könnte ich mir gut vorstellen. Das sieht nach einem guten Blatt aus. So, dieses Mal werde ich die Pyramidenschildkröte aber verdeckt legen, damit er sie mal angreift. Das würde ich mir doch sehr wünschen, damit ich endlich mal ein Monster damit spielen kann. Wie zum Beispiel den guten Ryokoki. Denn den Vampirlord habe ich ja leider schon auf meiner Hand. So, du hast wahrscheinlich ein Schrottdeck, weil du aufbereitest und so. Nee, ach, du hast auch ein Zombie-Deck. Warum haben die alle Zombie-Decks? Und den Zombie-Meister hätte ich auch gerne. Der ist so eine coole Karte. Ah, aber ich hab ihn nicht. Tja, damit hast du meine Schildkröten-Effekt-Karte aktiviert. Oh Mann, die Serie ist klasse. So, holen wir uns Ryokoki. Der hat mir nämlich definitiv genug Damage, um diesen Zombie-Meister in sein Grab zu befördern. Was ich für ihn auch extra aushebeln werde. Natürlich spielt er noch eine verdeckte Karte. Ah, sogar zwei. Du kannst es einfach nicht lassen, Scotch. Weißt du was? Eine machen wir gleich weg. Erzähl die verdeckte Karte, was auch immer das ist. Du kannst sie noch nicht aktivieren. Aha, oh, ernste Warnung. Das ist natürlich gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ruf der Mumie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ernste Warnung ist so eine eklige Karte. Ah, ich werde das gleich machen müssen. Ich habe ja auch Möbius. Obwohl, nee, die Beschwörung hätte annulliert. Also, Forstplünderer. Coole Animation incoming. Yeah. Ich mag die besonderen Animationen von den Karten. Hat was, hat was. So, Ryokoki, zerstöre den Zombie-Meister, denn der macht mich wütend, weil ich ihn nicht mal im Deck habe. Mit dem kann ich nämlich eine Karte abwerfen und ein Zombie-Monster der Stufe 4 oder niedriger von meinem Friedhof Spezial beschwören. Und das ist doch relativ nice für damalige Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob der heute noch gut ist oder nicht. Doch, eigentlich schon. Ich meine, Spezialbeschwörung vom Friedhof ist immer gut und eine Karte opfern ist in den meisten Fällen eigentlich nicht schlimm, weil man viele Karten wirklich im Friedhof haben möchte. Ah, natürlich hat er Wiedergeburt. Warum hast du Wiedergeburt? Ich will auch Wiedergeburt haben. Die Karte ist fucking verboten, weil sie so stark ist. Ich meine, du kannst sogar ein Monster vom Friedhof holen, also vom gegnerischen Friedhof. Und es ist eine Zauberkarte, das heißt, sie kommt sofort. Pyramidenschildkröte, okay. Da habe ich tatsächlich kein Problem mit. Falls dich übrigens wundert, warum ich nicht Fluch der Mumie spiele. Warum greift er an? Ach so, er will sich zerstören. Weil... Momentan brauche ich sie noch nicht und eventuell kann ich sie ja noch abwerfen für irgendeine andere Karte, so wie Dunkler Kern oder sowas. Ja, 700 Schaden für dich. Ah, das nächste Mal mit etwas stärker. Gut, jetzt kann sich wahrscheinlich auch Ryokoki holen, oder? Rotäugiger Zombie-Drache. Au! Oh, den könnte ich in mein Deck auch reintun, tatsächlich. Du kannst diese Karte... Aber habe ich nicht das Zombie-Starter-Pack? Ach nee, ich habe das andere Zombie-Starter-Pack gekauft, das mit Vampir Genesis. Du kannst diese Karte als Tributbeschwörung beschwören, indem du ein Monster vom Typ Zombie als Tribut anbietest. Wenn diese Karte ein Monster vom Typ Zombie durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof liegt, kannst du das Monster speziell beschwören auf deiner Spielfeldseite. Fuck! Und ich habe ein Zombie-Deck. Ja gut, aber Ryokoki wirst du wohl nicht angreifen. Und der Forstplünderer ist zum Glück kein Zombie. Ja, fuck! Das ist jetzt ein kleines Problem.
Naja, nicht wirklich. Ich zerstöre sie einfach gegenseitig. Dann wird sein Effekt auch, glaube ich, nicht aktiviert. Hoffe ich jedenfalls. Naja, gut. Oh, gut, Raigeki-Brecher. Gut, das Problem hat sich erledigt. Ich werde ihn aber gleich mit Raigeki-Brecher ausschalten. Also, alles cool, alles cool. Granat? Ich bitte um diesen Tanz. Ah, ich bin Granat. Ich möchte bitte tanzen. Ja, ich bin Granat. Ein Edelsteinritter. Ich habe tatsächlich noch nie ein Edelsteinritter-Deck gesehen. Ich frage mich, ob die gut sind mit ihren Fusionen. Man könnte ja mal aus Fun-Deck eins bei Yu-Gi-Oh! Death Pro erstellen. Übrigens kann ich euch sehr ans Herz legen, Yu-Gi-Oh! Death Pro ist ein sehr cooles Programm, das natürlich von Konami eigentlich nicht bestätigt. Also nicht offiziell von Konami, das heißt, es ist so eine kleine Grauzone, sage ich jetzt mal. Aber da kann man sich jede Karte, die es gibt, in sein Deck tun, sogar Pre-Release-Karten. Das heißt, ich habe mit euch die neuen Gladiatoren-Goya-Karten mal in mein Deck gepackt und meine Fresse, sind die stark. Das ist ja abnormal. Siehst du, und jetzt kann ich den geilen Fluch der Mumie abwerfen, weil ich den definitiv nicht mehr brauche. Und da kann man dann gegen alle anderen Spieler spielen. Man kann sich jedes Deck mal ausprobieren, wenn man schon immer mal dachte, hey, ich will das und das Deck haben. Dann kann man einfach so da sich das Deck erstellen und mal testen, wie dieses Deck ist. Und du, ekliger, machst Move der Gejagten. Bist so ein richtig ekliger Typ, weißt du das eigentlich? Ich mag dich nicht. Zumal ich jetzt weder meinen Vampirlord noch meinen Möbius spielen kann. Obwohl doch, ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Ich opfer einfach Ryokoki für Möbius und zerstöre damit seinen Ruf der Gejagten. Aha. Zwangsevakuierungskrit. Ich möchte seinen Drachen da eigentlich nicht auf die Hand zurückgeben. Weil er ihn dann wieder beschwören kann, indem er ein Zombie-Monster opfert. Ja, ja, ich möchte gerne Karten zerstören. Und zwar diese hier und nein, nicht noch eine. Das war's, das reicht schon. Und damit ist der rotäugige Zombie-Drache auch weg. Ich hoffe, deine verdeckte Karte ist keine Schildkröte. Nein, oh, es ist Mitsuki. Oh, den will ich auch haben. Den kann man im Friedhof entfernen, um ein Zombie-Monster vom Friedhof spezial zu beschwören. Warum haben die alle schon so coole Zombie-Karten und ich noch nicht, hä? Hä? Ich will die auch haben. Ich glaube, es gibt auch einen Gozuki, den habe ich sogar. Der kann auch irgendwie sowas, aber ich weiß nicht genau was. Der beschwört seinen Zombie-Drachen wieder, oder? Ja. Ja, weißt du was? Jetzt kann ich ihn noch auf die Hand zurückgeben. Tschüss. Jetzt geht er mir auch auf den Sack, denn er muss ja einen Attribut anbieten, denn das ist keine Spezialbeschwörung. Also, tschüss. Weg damit. Verzieh dich, Zombie-Drache. Das war das letzte Mal, dass du das Wort Zombie und Drache in einem Wort benutzt hast. Also, hoffe ich jedenfalls. Außer er sagt, hey, du Zombie, Drachen sind sehr toll, nicht wahr? Irgendwie so in diesem Zusammenhang. So, Vampirlord, du bleibst erstmal auf meiner Hand. Irgendwann werde ich dich bestimmt noch opfern können. Also, dich beschwören können. Oh nein, Riesenratte. Oh, du hast so ein ekliges Deck, weißt du das eigentlich? Es ist nicht eklig, es ist nur nervig. Fuck, deine Schlüsselkarte ist Shutendouji. Einmal pro Spielzug kannst du einen dieser Effekte aktivieren. Es wären zwei Monster vom Typ Zombie in deinem Friedhof aus dem Spiel, meine Karte zu ziehen. Wähle einer deiner aus dem Spiel entfernten Monster vom Typ Zombie und lege es auf dein Deck zurück. Ja, ist ganz nett, denke ich. Na gut, ich habe noch ein Zwangsevakuierungsgerät, also... Ich glaube, dein Shudenji oder wie auch immer der heißt, der wird ja auch nicht so viel nutzen. Obwohl, okay, er benutzt den Effekt und dann wird er ihn opfern für den Zombie-Drachen, nicht wahr? Das ist ziemlich eklig. Obwohl, das ist eigentlich vollkommen egal, weil ich ihn dann wieder auf die Hand zurückgeben kann. Was ich wahrscheinlich auch machen werde. Ja, er opfert ihn. Nee, für Ryokoki, okay. Möbius ist aber kein Krieger, oder? Nee, Möbius ist vom Typ Aqua. Ja gut, nee, machen wir noch nicht, kann ich immer noch machen. So, ziehen wir erstmal. Geistersensmann. Oh, okay, dann werden wir das machen. Geistersensmann kann nämlich nicht durch Kampf zerstört werden. Und wenn ich ihn direkt angreife mit Geistersensmann, dann muss er eine Karte von seiner Hand auf den Friedhof legen. Das heißt, wenn ich Glück habe, dann muss er jetzt Ryokoki oder den Drachen auf den Friedhof abwerfen. Ich glaube, es ist eine zufällige Karte, kann ich mir eine aussuchen. Eine zufällige? Moment. Wirft dein Gegner doch eine zufällige. Oh, Buch des Mondes. Das ist ja sogar gut, dass er den Drachen und Ryokoki nicht abgeworfen hat, weil er den sonst hätte wiederholen können. Und das möchte ich dann doch vermeiden. Ah, Geistersensenmann. Du bist schon eine ziemlich coole Karte. Das einzig Blöde bei dir ist, wenn du durch einen Effekt von der Zauberfeinde von irgendeinem Effekt ausgewählt wirst, bist du sofort tot. Aber ich mag dich trotzdem, keine Ahnung. Ich mag dein Design, wie du so auf den Gegner zustürmst, so.
Ich bin ein Zombie! Ein böser Geisterzombie! Ja, den Geister sind man. Ah, lassen wir den. Ja, wir lassen ihn erstmal auf dem Feld. Wir spielen erstmal einen doppelten Koston. Und das reicht nicht. Nein, wenn ich mit dem den zerstöre, habe ich nur 1000. Okay, doppelter Koston. Ich hoffe, der Monster hat nicht so viel Verteidigung. Oh. Es ist schon wieder die Riesenratte. Was habt ihr gerade gesehen? Wie nur der untere Teil vom Koston im Bild war. Das war ziemlich gemein gegenüber dem anderen. Hm, das reicht nicht, oder? Ich mache ihm gleich 900.200 Schaden. Nee, das reicht nicht. Wie er sich die ganze Zeit nur verteidigt. Los, wirf wieder eine Karte von deiner Hand ab. Abwerfen ist angesagt. Na, was wirfst du diesmal ab? Ich hoffe, eins deiner Ryukoki oder so. Oh, die Riesenratte, das ist natürlich noch besser. Denn ich habe keinen Bock auf noch eine von den Viechern. Gott, die Frisur von diesem Typ macht mich fertig. Er sieht aber aus wie ein Hauptcharakter irgendwie. Ich weiß nicht, wird er noch wichtig? Ich habe keine Ahnung. Das könnte eigentlich gut sein. Weil er sieht nicht aus wie so ein random NPC. Ich glaube, diese Frisur gibt es nicht so oft. Naja, wir werden es weiterfahren. Ob er dann nochmal auftaucht. Gut, Hammerschuss wird auf jeden Fall irrelevant für mich sein. Geistersensenmann, du hast gute Arbeit geleistet, aber jetzt kommt der Vampirlord. Das passt übrigens auch sehr gut, weil wir gerade, also Vico und ich gucken ja gerade GX. Oh, mystische Tomate, weil wir gerade bei der Folge waren, wo Kamula kam mit ihrem Vampir-Deck. Und deswegen kam ich auch auf das Thema zu dem Vampir-Deck. Noch eine Tomate. Du wirst trotzdem verlieren. Vampirlord, greif ihn an und lege eine Zauberkarte von seinem Deck auf den Friedhof. Ich möchte nämlich eine Zauberkarte. Ja, Zauberkarte. Was hast du denn da so? Zombie-Welt. Ja, das ist klar, dass du die wählst, weil die bringt dir überhaupt nichts gegen mein Deck. Das ist ziemlich schlau von dir. Was bist du? Oh Gott, das Gesicht des Todes. Die ist so creepy, die Karte vom Design. Ich bin das Gesicht. Ich meine, guckt euch an. Das ist so, was? Nee. Aber easy. Was heißt easy? Es war super nervig gegen dich. Wie habe ich denn verloren? Ich weiß es nicht, Scotch. Wahrscheinlich, weil du auch ein Zombie-Deck hast. Kampfumkehrbonus. Ich weiß nicht warum oder wieso ich den bekommen habe. Aber ich habe ihn bekommen und das freut mich. Das gibt's doch nicht. Da bleibt mir glatt die Spucke weg. Mach dich vom Acker. Ich will dein Gesicht nicht mehr sehen. Hey, Schnauze. Gut, Klaus. Ich habe Nico gefunden. Sie ist in meiner Hosentasche. Warte, du bist der. Ja, du bist Bronson, genau. Ja, du bist der mit dem Meat-Deck-Tuell. Ich hoffe, du bist in keiner der beiden Familien da tätig. Bronson. Bronson. Das wäre nämlich nicht sonderlich gut. Oh, mein Schlüsseldeck ist endlich zu. Hast du gut gemacht, West. Hier ist ein Lutscher. Nico, wo warst du? Es tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe, West. Ich bin froh, dass du nicht verletzt bist oder sogar Schlimmeres. Guck mal, ich habe mir noch ein paar Schuhe gekauft. Das hat mich so ein komischer Kerl belästigt, aber Super hat mich beschützt. Er hat sie belästigt. Verstehe, es ist wohl zu gefährlich, jetzt rauszugehen. Ja, also machen wir einen Spielabend, Monopoly. Ja? Ihr solltet beide heute Nacht einfach hier bleiben. Wir schlafen alle in diesem Bett dort. Oh Junge, das ist ja cool. Das ist nicht nötig, wir schaffen es nach Hause. Nein, das lasse ich nicht zu. Wer weiß, was euch da draußen wieder zustößt. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich euch beiden etwas passieren würde. Also wollt ihr meinem Mann einen Gefallen tun und heute Nacht meinen Schnürsenkel zubitten? Ich mache euch auch Schnürsenkeltierchen. Das ist sowas wie Ballontierchen, nur mit Schnürsenkeln. Na gut, danke. Was? Wir bleiben heute Nacht hier? Ja, lass uns die ganze Nacht duellieren. Oh, wirklich? Ich will aber schlafen. Also gut, ich nehme es mit dir auf. Ah, hat auch, also auch ein Deck. Ja, ich wusste doch, dass du zu etwas gut bist, Klaus. Dass du zu... Ich wusste doch, dass du zu etwas gut bist. Am nächsten Tag. Alle haben sich in Luft aufgelöst. Ah, super, bist du wach? Ich meine, du stehst da mit dem Zimmer rum, aber wahrscheinlich schläfst du gerade. Ich habe Nico und West sicher nach Hause gebracht. Nico ist wirklich dankbar für alles, was du getan hast. Du musst wirklich viel für sie getan haben. Ja, ich habe sie in meine Hosentasche gestopft. Also mit wie vielen Leuten hast du dich gestern duelliert? Es waren 3, glaube ich. 2 Zombie-Decks und ein Feen-Deck. Insgesamt 3 also. Wie wäre es, wenn wir 4 draus machen, damit ich sehe, was du kannst? Bist du jetzt eigentlich mein Vater, mein Adoptivvater, mein Opa oder was bist du? Ich meine, du hast scheinbar noch nie mit mir duelliert, also ich will nur sehen, wie viel du dich verbessert. Ach so, verbessert, okay. Gut, dann kämpfen wir also gegen Klaus. Klaus und sein Schnürsenkel. Sein Deck heißt Meine Augen leuchten. Fantastisch. Warum heißt sein Deck Meine Augen leuchten? Das klingt einfach so richtig dumm.
Aber gut, habe ich einen Zombie? Nein, ich habe natürlich keinen Zombie gezogen. Das ist natürlich etwas uncool. Aber gut, mit der Eisenschrottvogelscheuche bin ich relativ safe. Ja. Gut, dann mal gucken, was du hast, Klaus. Meine Augen leuchten. Was kann das für ein Deck sein? Ich habe keine Ahnung. Auch ein Feendeck. Kann das sein, dass die eine Gruppe der Stadt Feendecks hat und die andere Zombie-Decks? Gehörst du etwa zu einer der beiden Familien, Klaus? Gehörst du zu einer von den beiden? Wenn ja, dann sag es mir bitte gleich. Oh mein Gott, Volkian! Oh mein Gott, der hat ein Volkian-Deck. Geil! Oh mein Gott, ich habe auch ein Volkian-Deck. Volkian ist so ein cooles Deckthema. Oh, und durch die Zuflucht im Himmel wird das Ganze richtig eklig. Denn Volkian-Monster können nicht durch Kampf zerstört werden. Wisst ihr? Warte mal. Du bist Stufe 5. Fuck, ich dachte, du bist Stufe 4. Ah, Gott, du fliegst aus dem Deck sowas von wieder raus. Denn die Zuflucht im Himmel sorgt dafür, dass wenn er Feenmonster hat, er keinen Kampfschaden bekommt. Und das da ist dann wahrscheinlich die Mutter Grizzly höchstwahrscheinlich. So, das ist immer noch ein bisschen uncool. Ich habe immer noch kein Zombie-Monster. Fuck, ich dachte, der Typ hier ist Stufe 4. Ah, das ist jetzt natürlich uncool. Ach ja, und die Volkian-Bö sorgt dafür, dass auf jede offene Karte in jeder Standby-Phase eine Volkian-Zielmarke gelegt wird. Und die Volkian-Monster arbeiten im Grunde auch sehr viel mit C-Marken. Was hast du da vor, Klaus? Ich weiß es nicht. Regenerierende Mumie, darauf habe ich doch gewartet. So, wisst ihr was? Wir holen uns jetzt gleich Möbius, würde ich sagen. Und zerstören seine beiden Karten, die er da hat. So, regenerierende Mumie, war schön, dass du da warst, aber jetzt muss ich dich für etwas Besseres opfern. Und ich muss auf jeden Fall seine Zuflucht im Himmel zerstören. Geisterbeere ist übrigens auch sehr gut im Volkian-Deck. Das ist genau wie Zuflucht im Himmel, nur halt als Fallenkarte. Und es gilt für alle Monster, nicht nur für Monster vom Typ Fee. So, damit haben wir dein Zuflucht im Himmel ausgeschaltet und oh, der eklige Typ hat Spiegelkraft. Gut, okay. Ah, ich muss es mir merken, am Ende des Parts diese Karte rauszunehmen. Fuck, das hätte ich hier noch niemals reingetan. Ey, Volkian-Säurewolke! Kriegt sofort eine C-Marke. Yay! Oh mein Gott, Volkian-Deck hätte ich euch. Oh mein Gott. Wenn es hier das Booster Gladiator's Assault gibt, ne? Dann will ich sowas von ein Volkian-Deck haben. Denn Volkian-Monster, oh mein Gott, die sind so cool. Aber ich bleibe erstmal auf dem Kurs des Level-Decks zurück. Ich weiß, es heißt Level und nicht Level, wie ich es immer ausgepackt. Ich hätte ein Spezial beschwören können. Egal. Es heißt nicht Level, sondern Level, aber ich spreche es Level aus, weil, keine Ahnung, ich finde, das hört sich besser an. Die Säurewolke sieht aus wie ein Brokkoli. Und sie kann nicht durch Kampf zerstört werden. Ja, das war dumm. Das war dumm. Ich hätte den doppelten Koston als Spezialbeschwörung beschwören können. Ach ja, und wenn Volkian-Monster Verteidigungspositionen liegen, werden sie sofort zerstört. Das bedeutet, er kann seinen Säurewolke nicht in Verteidigung drehen. Auge des Taifuns. Was, die hat eine eigene Animation? Oh mein Gott, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Auge des Taifuns ist tatsächlich früher eine meiner Lieblingskarten gewesen, weil wenn sie angreift, werden alle die Kampfpositionen von allen Monstern geändert, außer von Volkian-Monstern. Allerdings ist sie im Volkian-Deck tatsächlich gar nicht so gut. In einem Fun-Deck ist sie bestimmt ganz witzig. Aber vom Design her mag ich die Karte extrem gerne. Weil ich habe diese Karte, glaube ich, sogar dreimal. Und ich mag das Design dieser Karte wirklich sehr, sehr gerne. Das ist unglaublich cool. Ich meine, warte, guckt es euch an, guckt es euch an. Es ist eine riesige lila Taifun-Wolke mit 3000 Angriff. Ich weiß, das ist halt sehr viel mit dem Design zu tun. Ich mag das Design, das ist unfassbar cool. Aber naja. So, wir holen uns die Pyramidenschildkröte. Ja, in Angriff, weil ich möchte gerne angreifen. Ah, shit, ich hätte die Axt der Verzweiflung noch benutzen können. Naja, was soll's. So. Also lohnt sich auf jeden Fall nicht, die wirklich in sein Deck zu tun, weil der Regenwolkenmann einfach besser ist. Der kriegt viel mehr Angriff durch die ganzen C-Marken und deswegen sollte man den nicht reintun. Ich hätte nicht gedacht, dass Klaus ein Volkian-Deck hat. Ich hätte eher gedacht, der hat so ein, keine Ahnung, Western-Deck, Krieger-Deck vielleicht? Ha. Oder irgendwie ein alter Mann-Deck, irgendwie Weiser-Deck oder irgendein Deckthema, was auf weise Männer beruht. Keine Ahnung. Aber was hat das mit meinen Augen leuchten zu tun? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Finde ich ein bisschen seltsam. Aber gut. Ey, nochmal ruft der Mumie.
So, dann spielen wir mal unseren komischen Unterwäldler. Bam. Opfern wir die Pyramidenschildkröte. So, was kannst du? Du hast den Durchdringungseffekt. Und wenn ich dem Gegner Kampfschaden zufüge, dann muss er eine Karte abwerfen. Ist an sich ganz nett, wenn er nicht 5 Sterne hätte. Oh, natürlich hat der Geisterbarriere. Oh, der ist halt echt so schlau und hat beide reingetan. Das Monster ist trotzdem kaputt. Denn der Rauchball, der kann durch Kampf zerstört werden. Rauchball spielt man übrigens auch nicht in Turbulenz im normalen Volkern-Deck. Außer man baut es mit Synchros. Dann kann man beide spielen. Aber ich baue das Klassische. Mit Sturmdrache, Höhenwolke, Säurewolke. Fuck, wie heißt es nochmal? Schleierwolke und Regenwolke. Mann, genau, das ist die Höhenwolke. Oh, die ist super. Die sieht aus wie Buddha. Und wenn sie 3 Marken hat, beziehungsweise sie kann von irgendwo 3 Marken entfernen, um mich eine zufällige Karte abwerfen zu lassen. Das ist auch ziemlich cool. So, das Problem ist jetzt, dass er... dass er diese Höhenwolke hat. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Ich drehe die beiden in Verteidigung. Dann kann ich Hammerschuss aktivieren. Kann dadurch seine Wolke zerstören. Dann... Oh mein Gott, das passt perfekt. Dann kann ich die Pyramidenschildkröte spielen. Sie mit Geisterbeere ausrüsten. Mit der Axt der Verzweiflung ausrüsten. Dann kommt er genau auf 2200 und dann kriege ich den Bonus für genau 0 Lebenspunkte. Ah, ich bin so gut. Oh, du bist so ein Penner, weißt du das? Es hätte genau gepasst. Was mache ich denn jetzt? Wenn er jetzt gleich ein Monster spielt, dann habe ich ein bisschen genatzt, weil ich... Naja, ich kann es nicht durch Kampf zerstören, der kriegt keinen Kampfschaden. Er hat natürlich noch eine Höhenwolke. Ah. Oh, das ist uncool. Was mache ich denn da? Ich kann es auch nicht irgendwie in die Verteidigungsposition drehen. Ah, habe ich irgendeine Karte, die was dagegen machen kann? Noch einen Möbius könnte ich irgendwie bekommen. Ich spiele noch einen Granat. Ansonsten... Ah. Ja, bringt mir gerade nichts. Der kriegt keinen Kampfschaden. Das ist gerade eine uncoole Situation. Ich muss entweder Geisterbarriere zerstören oder irgendeine Zauberfeinkarte, die sein Monster zerstört. Sonst kann ich nichts tun. Höhenwolke, würdest du bitte das Spielfeld verlassen? Oh, und natürlich hat er es nochmal Zuflucht im Himmel. Er ist nochmal extra Absicherung. Ah, er hat sein Deck echt sehr gut aufgebaut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut aufgebaut. Trotzdem ziemlich eklig. Und nochmal eine Säurewolke. Das heißt, ich krieg sofort 2 Marken und er kann 2 Marken von ihr entfernen, um mich eine Zauberfeinkarte von mir zu zerstören. Das gefällt mir nicht wirklich. Er entfernt sie und zerstört was? Lass mich raten, die Axt der Verzweiflung, ja. Natürlich. Nein, ich möchte den Effekt tatsächlich nicht aktivieren. Denn Damage bringt mir gerade nichts. Ich brauche irgendwas anderes. Möbius wäre jetzt echt fantastisch. Du bist nicht Möbius. Ah. Ja, ich kann nichts machen. Oh, das ist uncool. Klaus, ich hätte gedacht, du hast ein Schnürsenkel-Deck. Aber nein. Scheinbar sind Schnürsenkel für ihn wie auf Wolken. Oder... Plot-Twist, er ist eigentlich die ganze Zeit high und schwebt auf einer Wolke und deswegen hat er ein Wolkian-Deck. Also, das ist jetzt wahrscheinlich sehr weit hergeholt. Oh nö, woher hat noch mehr? Jetzt kann er noch eine Karte von mir zerstören. Das einzige Gute ist, dass die Wolkian-Monster außer der Regenwolken mal das Auge des Typhoons sehr, sehr wenig Angriff haben. Das Maximum ist 1300. Ah, und das zerstört meinen Eisenschrott-Vogelscheuche. Ist jetzt nicht so schlimm? Weil die Eisenschrott-Vogelscheuche brauche ich gerade eh nicht. Aber meine Güte, hättest du eben nicht einen magischen Zylinder gehabt, ne? Komm schon. Reißender Tribut. Wisst ihr was? Ich glaube, reißender Tribut ist genau das, was wir gerade brauchen. Genau das, was wir gerade brauchen. So. Klaus, würdest du bitte ein Monster spielen? Dann kann ich nämlich reißender Tribut aktivieren und alle Monster auf dem Feld zerstören. Und dann hoffe ich, dass ich irgendein starkes Monster gleich ziehe, was ihn... zerstören kann. Dann kann ich nämlich Ruf der Mumie aktivieren, meinen Kiyoshi-Meister spezial beschwören und es dann für das starke Monster opfern. Ich hoffe, das ist dann nicht Vampirlord, weil Vampirlord hat zu wenig. Komm schon, spiel ein Monster. Spiel. Yes! Nein! Das zählt nicht als Beschwörung. Oh nein! Ah, warte mal. Ne, er kriegt ja keinen Kampfschaden, wenn er ein Monster auf dem Feld hat. Fuck, sonst hätte ich gesagt, mein infernalischer Typ da. Oh, Möbius, fantastisch. Kann dafür sorgen, dass er ihn direkt, dass er Differenz Lebenspunkte bekommt. Gut, wir opfern Schildkröte. Dich brauche ich nämlich nicht. Oh, weh, er hat noch eine Geisterbarriere, dann raste ich aus. So, Geisterbarriere weg. Zufuhr dem Himmel weg. Weg mit den beiden Karten, weg damit. Zisch,
Tisch ab! Weg damit! Kusch! Oh, Boden ist eine Fallgrube. Kommt der Effekt trotzdem durch? Ich hoffe es. Weißer Attribut. Kommt der Effekt trotzdem durch? Ich glaube. Ja, kommt trotzdem durch wahrscheinlich. Ja, die Karten sind weg. Gut. Oh mein Gott, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt vernichten. Endlich. Klaus. Du hast die ganze Zeit West ausgenutzt und sich hier die Schnürsenkel von ihm binden lassen. Das werde ich nun rächen. Ah, ich könnte nochmal versuchen, seine verlegte Karte anzugreifen. Ich will nicht wissen, was das ist. Ah, das ist cool. Die hatte ich auch einmal drin, aber die ist auch nicht so gut. Die Schäfchenwolke, die beschwört zwei Spielmarken. Ja, die ist auch, wenn man das mit Synchro oder Xyz kombiniert. Sehr gut. Aber macht man ja meistens nicht. Zerstörung durch Effekte Bonus. Ich habe leider nicht den Bonus für genau 0 Lebenspunkte bekommen. Ziemlich ärgerlich. Du bist so viel stärker geworden. Vielleicht ist es jetzt soweit. Ich denke, du hast bewiesen, dass du dieser Karte würdig bist. Pass gut drauf auf. Oh, komm schon, irgendwas Cooles. Bestimmt eine Volkian-Karte. Ah. Bestienkönig Barbaros. Okay, da weiß ich ja, wen ich gleich ins Deck reintun werde und wen ich rausnehmen werde. Und du legst dich ins Bett? Ich finde, du hattest keine Ahnung, dass diese Treppe die ganze Zeit unter deinem Schlafquartier war. Was ich mich eher frage, ist, wo ist das Bett? Hast du es die Treppe runtergeschmissen oder so? Ah. Okay. Oh mein Gott. Wie hast du den hier runterbekommen? Beziehungsweise, wie krieg ich den hier wieder raus? Fuck! Der gehörte deinem Vater, er starb da mit einem Unfall und er starb zusammen mit deiner Mutter. Nein! Also bist du nicht mein Vater oder bist du mein Opa? Darum wollte ich nicht, dass du was mit dem ganzen Dual-Runner-Zeug zu tun hast. Wie der Vater, so der Sohn, du wurdest erzogen, dich dafür zu interessieren. Wusstest du, dass Torus Eltern beim gleichen Unfall ums Leben gekommen sind? Bin mir sicher, die waren sogar schuld. Deine Eltern waren gut mit Torus Eltern befreundet. Eigentlich ist dein Vater vor allem wegen Torus Vater Turbo Duelert geworden, Vater wie Sohn. Aber Toru hat sein Duel-Runner schon fertig und ist weg. Und du bist ein sehr guter Duelert geworden. Ah, wer bindet mir denn deine Schnürsenkel? Ich kann dich nicht länger aufhalten, dieser Duel-Runner gehört dir, folge deinen Träumen damit. Außerdem ist diese Stadt in Gefahr, zwischen Malcolm und Radley könnte es jederzeit eskalieren. Es ist eine gute Zeit für uns, die Stadt in die Stadt zu ziehen. Ach, für uns, du kommst mit. Oh, ich krieg eine Wohnung. Könntest du Nico und West Bescheid sagen, dass wir umziehen? Jetzt dürfte sich alles beruhigt haben und sie sind wahrscheinlich im Versteck. Ja. Gut, das war ein heftiger Plot-Twist, würde ich sagen. Unter meinem Bett war eine Treppe und ich habe jetzt kein Bett mehr. Das ist ziemlich uncool. Dann würde ich sagen, was wir mit diesem Duel-Runner anfangen werden, das sehen wir erst im nächsten Part bei Yu-Gi-Oh! World Championship 2011. Over the Nexus. Bis dahin. Ciao.